US-Rapper Travis Scott trägt ein Fußballtrikot von, Achtung festhalten, Borussia Mönchengladbach. Megastar Kim Kardashian spaziert im Trikot von AS Rom mitten durch L.A. Und Topmodel Emily Ratajkowski cruist im Napoli-Trikot durch die Gegend. Warum Vintage-Trikots gerade jetzt im Trend sind und auf welche Shirts man in Zukunft setzen sollte, dazu gleich mehr. Wir sind in Aachen. Hier treffen wir Benjamin und Gabriel Bratic. Die beiden Brüder machten aus einer anfänglichen Sammelleidenschaft ein eigenes Business. Mehr als 450 Trikots und andere Schätze lagern die beiden auf dem hauseigenen Dachboden. Darunter echte Raritäten wie Trikots von Lothar Matthäus, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane oder originalgetragene Schuhe von FC Bayern-Spieler Leon Goretzka. Über ihren Instagram-Kanal vertreiben sie ihre Schätze. Die ersten Trikots, woran ich mich erinnere, sind halt meine gefälschten Trikots, die ich dann damals aus dem Kroatien-Urlaub mitgenommen habe, wenn wir eh mit der Familie unten waren. Und so fing es halt an, dass ich dann halt gesagt habe, irgendwann bin ich so alt genug gewesen, um dann zu sagen, ich kann mir die Trikots, die ich damals gefälscht hatte, kann ich mir jetzt kaufen. Es war halt nur extrem schwer, die zu bekommen. Und dann über Kontakte konnte ich dann peu à peu die Trikoträume erfüllen, die ich halt schon immer haben wollte. Den genauen Wert ihrer Sammlung wollen die Bratic-Brüder nicht verraten. Doch besonders wertvoll sind die sogenannten Match-Worn-Trikots. Also Trikots, die auch tatsächlich während eines Fußballspiels getragen wurden. Hier kann der Preis schnell mal bei mehreren hundert Euro liegen. Doch wie ist der Retro-Hype zu erklären? Dass auch heutzutage auch gerade Vintage-Trikots bei Leuten auch sehr beliebt sind, die auch gar nichts mit Fußball zu tun haben. Einfach weil gerade die älteren Trikots auch einfach sehr, sehr gut aussehen, deutlich breiter sind und auch, wie gesagt, Leute, die nichts damit zu tun haben, denken die sich einfach, boah, das sieht im Sommer, sieht das schon einfach sehr, sehr stark aus, wenn ich mit einem Oversize-Trikot rumlaufe. Am Ende ist noch ein Terry-Henry drauf und so. Und das Besondere dabei ist auch vor allem, dass Kenner untereinander einfach wissen, boah, das ist schon ein ziemlich feines Trikot. Auf Festival und auch auf dem Ballermann sind Vintage-Trikots schon länger ein absolutes Must-Have. Doch welches aktuelle Trikot könnte auch in Zukunft noch It-Piece-Potenzial haben? Besonders wild diskutiert wurde zuletzt das pinkfarbene Deutschland-Trikot. Ich finde es überragend. Also ich persönlich, ich finde, man muss auffallen. Deutschland ist in den letzten Jahren leider sportlich nicht aufgefallen. Da musst du einfach mit einem verrückten Trikot auffallen. Deswegen in meinen Augen ein Trikot, was ich auch sehr wahrscheinlich für die EM kaufen werde. Und in den nächsten 20 Jahren wirst du darüber reden. Let's go. Doch nicht immer sind Originaltrikots von Fakes zu unterscheiden. Oftmals locken vermeintlich günstige Preise. Doch am Ende handelt es sich dann um ein billiges Plagiat. Auch TAF-Reporter und Retro-Trikot-Fan Alex ist auf einer Online-Plattform auf ein echtes Schnäppchen gestoßen. Zumindest glaubt er das. Auf den ersten Blick sieht es auf jeden Fall gefälscht aus, leider. Die Farben sind leider nicht so, wie sie sein sollen, genauso wie das Logo einfach relativ schlecht gestickt ist. Schauen wir jetzt mal nach dem inneren Etikett. Ja gut, rausgeschnitten worden. Ich glaube, da kann man nur was verheimlichen wollen. 65 Euro habe ich dafür gezahlt. Was kostet das? Was würdest du sagen, das Original? Was legt man dafür hin? Ich würde tendenziell mal fast das Doppelte schätzen, 120 bis 150. Würde ich als realistisch einschätzen, wenn das wirklich ein tadelloser Zustand ist. Ja, 65 Euro. War nicht schade hierfür. Also falls das Original mal dazu Anzeige sehen ist willst. Raus, Meister. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich ein Trikot möglichst immer persönlich anschauen gehen. Dann erspart man sich unter Umständen großen Ärger und spart obendrein sogar noch bares Geld.